Hallo zusammen, wieder ein Video hier aus der Region, wobei ich wirklich überlege, wo ich jetzt mal herfahre, um euch Ecken zu zeigen, die ihr nicht kennt. Und so bin ich auch hier einen mehr oder weniger Feldweg, Wirtschaftsweg reingefahren. Ja, der einfach mal so aussah, als wenn er irgendwo hinführt. Und tatsächlich führt er direkt bis hier ans Wasser. Und in der Sonne, wo ich hier gerade knie, ist es wunderschön. Wir haben nur 6, 7 Grad. Ja, wobei jetzt in der Mittagszeit wird schon ein bisschen mehr sein. Wahrscheinlich schon 12. Kann man so in der Sonne schlecht sagen. Auf dem Fahrrad ist es definitiv noch kalt am Kopf. Aber es ist ansonsten ein herrlicher Tag. Wie ihr sehen könnt, strahlend blauer Himmel. Und das genieße ich ja immer, das wisst ihr. Und so beim Fahren, ja, bekomme ich immer noch mehr Reisefieber, als ich eh schon habe. So langsam wird es einfach Zeit, wieder loszukommen und nicht mehr nur in der Region unterwegs zu sein, auf dem Fahrrad oder zu Fuß oder mal mit Freunden irgendwo hier in der Nähe an den See. Nein, ich will los. Und so wird es wahrscheinlich vielen von euch auch gehen. Aber irgendwie nimmt das ja mit dem Corona nicht so den Lauf, wie es vielleicht sein sollte. Ich hoffe, dass es irgendwann da Besserungen gibt. Aber es ändert sich ja auch täglich die Informationslage und das Wissen und. Aber das will ich jetzt hier auch gar nicht weiter thematisieren. Wie gesagt, genießen ist jetzt so das Wesentliche. Viele Gedanken mache ich mir darüber, ob ich mich vielleicht, was meine Betty, also mein Bulli, der heißt ja Betty, angeht, ob man da vielleicht mal sich vergrößern sollte, um auch langfristig sich da drinnen aufzuhalten. Und habe mir daher auch schon so den ein oder anderen Kastenwagen mal angeschaut. Ihr wisst, was ich meine, so Richtung Ducato und Boxer und was es alles so gibt. Aber ich muss einfach sagen, ich fühle mich in den Kisten irgendwie nicht richtig, ja, als wenn ich da nicht reingehören würde. Ich vergleiche das mal, wenn jemand immer nur Sneakers trägt. Der trägt auch nicht von einem Tag auf den anderen Westernstiefel. Und ich bin halt so ein Bulli-Kind, warum auch immer das so ist. Aber das war schon bei dem T3 so, bei dem T4 so. Ja, vielleicht sind es auch die Käfergene, weil ich auch früher Käfer gefahren bin eine Zeit. Ich weiß es nicht. Irgendwie so ein VW-Kind. Was aber schwierig ist, da die ganzen neuen VWs ja eher problematisch sind, was so die Technik und die Motorstandfestigkeit angeht. Da gibt es ja Riesenprobleme. Naja, daher weiß ich nicht, was ich machen soll. Ob man einfach mal in dem Bulli alles weitere ausprobiert. Oh, jetzt sehe ich gerade Rehe dort hinten. Da muss ich doch mal ranzoomen. Ah, jetzt kommt der Wind hier ein bisschen. Mal schauen, ob ihr die auch erkennen könnt. Da sind Gänse. Und 2, 3 Rehe sehe ich gerade. So müsstet ihr sie auch schon gut erkennen können. Ja. Ja, Fakt ist, dass ich da auch nicht weiß, was ich machen soll. Ist ja auch alles irgendwie eine finanzielle Frage. Was geht? Was bin ich bereit überhaupt auszugeben? Oder was ist es mir wert? Ne? Also ich brauche jetzt nicht so ein High-Class 5-Sterne Wohnmobil. Finde ich auch schön, aber das bin ich halt nicht. Ich fühle mich wohler in so einem, ja, in so einem Bulli. Mit einer guten funktionellen Ausstattung, die für mich persönlich einfach gemütlich ist. Und daher die Frage, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 1 Million zur Verfügung hätte, durch einen Lottogewinn oder woher auch immer, ob einen das unbedingt glücklicher machen würde. Man hätte vielleicht die Möglichkeit, viel mehr oder viel entspannter unterwegs zu sein.
Aber dafür braucht es keine Millionen, denke ich. Man braucht Zeit und ein bisschen finanziellen Background, dann würde das schon reichen. Ja, erstmal genug gequatscht. Ich fahre weiter und damit ihr auch noch was anderes seht, wahrscheinlich hat die Hälfte von euch schon wieder abgeschalten. Also bleibt dran, wenn ihr mögt. Seht ihr das? So schön kann es sein. Ich wiederhole das wahrscheinlich. Aber nachdem ich jetzt vorhin angefangen bin, so von wegen, ja, was braucht man, um glücklich zu sein, rattert mein Kopf die ganze Zeit. Ist es das wert, dass man sagt, ich habe einen sicheren Job, ich bin versichert, ich habe dies, ich habe das, ich habe tolle neue Schuhe oder eine dicke Karre, eine große Wohnung? Für mich steht ganz klar fest, nein. Es ist ja auch bei jedem anders, was einen glücklich macht. Oder auch jeder empfindet glücklich als anders. Viele sind glücklich, wenn sie ihre Tüte Chips haben und ein Abo bei irgendeinem Streamingdienst. Kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, kann ich vollkommen nachvollziehen. Es können ja nicht alle so naturbegeistert sein. Oder ja, im Einklang mit der Natur bin ich noch nicht zu 100%, aber ich denke schon, dass ich da auf einem guten Weg bin mit der Natur. Ja, zu harmonieren, nennen wir es mal so. Und wenn man sich überlegt, was man alleine für seine Wohnung oder wohlmöglichen Kredit für ein Haus jeden Monat von seinem Einkommen abdrückt und dann noch eine zusätzliche Versicherung, die man braucht, weil man ein Haus hat und. Ist es das wirklich alles wert? Oder ist das hier der wirkliche Luxus? Denkt da mal drüber nach. Jetzt bei Corona merkt man das vielleicht noch mal ein bisschen mehr, dass es nicht unbedingt auf diese ganzen materiellen Sachen ankommt. Also ich versuche ja schon seit längerem bewusster mit allem umzugehen. Und jetzt die letzten Monate habe ich das mal genau dokumentiert für mich auch, was ich an Ausgaben habe, wofür, wirklich jeden Cent mal aufschreiben. Und da ist man ganz erstaunt, wie wenig Geld man eigentlich ausgibt, was so Essen, Trinken angeht. Klar habe ich auch einen Handyvertrag, gar keine Frage. Aber auch das ist somit das Günstigste, was es gibt, und das reicht mir auch. Deswegen bin ich oft am Zweifeln, ob dieser Weg mit Wohnung und alles richtig ist. Oder ob man sagt, man spart halt ein bisschen an, damit man erstmal los kann. Und versucht mal das Leben ein bisschen mehr zu genießen. Weil keiner von uns weiß, wie lange auf dieser Erde ist. Die Zeit ist nicht unendlich, das wissen wir alle. Klar, der ein oder andere hat seinen Glauben und da ist er überzeugt, dass es irgendwo anders weitergeht. Das ist auch jedem freigestellt, finde ich auch völlig okay. Aber die reelle Zeit, was ich weiß, was ich habe, ist hier. Und die ist endlich. Und da muss man sich einfach mal drüber bewusst werden. Dieses Video wird ganz merkwürdig, ist ein ganz anderes als sonst. Aber wenn ich über diese Sachen nachdenke, so wie jetzt beim Radeln, gerade seit dem ersten Stück, was ich gefilmt habe, ist mein Kopf am Hin- und Herspringen und denkt sich ganz oft, wie bescheuert ist man, dass man auf Sicherheit setzt. Immer nur Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Was nützt es mir, wenn ich 60 Jahre sicher arbeite und dann ins Gras beiße? Nichts hat es mir genützt. Freuen sich die Erben, denen gönne ich das, gar keine Frage. Ich habe meine Kinder lieb. Die sind ja auch schon alle selbstständig und eigene Wohnung und. Finde ich auch toll. Aber ich bin alleine, Einzelperson, Single, kann im Grunde jetzt schalten und walten, wie ich will. Da muss man sich echt überlegen, was man noch will. Die Hälfte des Lebens ist rum, sage ich mal. Auf jeden Fall die Hälfte. Und vielleicht muss man einfach mal alles überdenken. Soll keine Ruckaktion werden, aber das müsste doch auch gehen. Und stellt euch mal vor, ich habe jetzt hier so um die 1000 Abonnenten, ist nicht viel. Aber wenn jeder von euch sagen würde, ja, dem Markus gebe ich 1 Euro pro Monat.
Da könnte ich leben wie Gott in Frankreich. Wisst ihr? Weil die Ausgaben so gering sind, die ich habe. Das wäre der Wahnsinn. Was haltet ihr davon? Könntet ihr euch vorstellen, für einen Wildfremden 1 Euro im Monat zu spenden über längere Zeit? Das schreibt mir mal. Das wäre mir wirklich wichtig. Ihr müsst das nicht bei mir machen, gar keine Frage. Aber alleine, ob ihr euch das vorstellen könntet, das wäre doch Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man dann ein Modell rausmachen könnte. Seht ihr, mein Kopf, der rattert. Jeder, der mir 1 Euro spendet im Grunde, könnte auch von jemand anders dann wiederum was gespendet bekommen, wenn das so ein Kreislauf wäre. Das wäre doch toll. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt von diesem Speedboat, was da fährt, das Ferngesteuerte. Aber sei ihm auch gegönnt. Alles gut. Ist halt ein öffentlicher See. Aber es lenkt schon ab. Naja, wie gesagt, ihr kennt meine Videos. Es ist natürlich, wie ich bin. Ich erzähle das einfach mal so, auch wenn ich nicht vor der Kamera stehe. Aber das wäre mir schon mal wichtig zu wissen, was ihr davon haltet. Das ganze Sicherheitsdenken. Vielleicht könnt ihr mir auch einfach mal über diesen E-Mail-Account, den ich unten immer jetzt einblende, wo auch schon der eine oder andere drüber schreibt, finde ich sehr toll. Es freut mich wirklich. Und schreibt mir doch da einfach mal eine E-Mail, was ihr davon haltet. Dann wäre es gar nicht öffentlich. Wisst ihr? Ihr könnt das ja anonym machen. Und ihr könnt auch gerne reinschreiben, dass ich das nicht erzähle, was ihr da schreibt. Was ist euch wichtig? Das würde mich interessieren. Braucht ihr 1 Million, um glücklich zu sein? Oder würdet ihr sagen, wenn ich 300-400 Euro hätte und dafür so in den Tag leben könnte, wäre ich glücklich? Ja. Brauche ich dicke Autos? Brauche ich dicke Uhren oder sonst was? Wenn euch das glücklich macht, wie gesagt, völlig okay. Ne? Aber was brauche ich wirklich? Ich werde dieses Video jetzt einfach mal unter der Woche schon ins Netz stellen und das gar nicht so am Wochenende machen wie die anderen Videos, weil es mich einfach nur mal interessiert. Es ist halt ein spezielles Video. Ich quassel nur und finde überhaupt kein Ende. Ist jetzt alles ein bisschen durcheinander gewesen wahrscheinlich, aber das sind so gerade Sachen, die mich bewegen, die mir sehr zu denken geben in letzter Zeit. Und es würde mich freuen, wenn ihr euch dazu äußert. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen oder es regt euch ein bisschen zum Nachdenken an. Macht's gut, euer Markus.